Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us. Wie sieht's aus? Hier müssten wir durchpassen. Dunkel. Team Charlie, berichtet. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Hätte ich noch gerade gesagt, dass es denen jetzt egal ist. Ich frage mich, warum man Leute in der Stadt einsperren will. Man kann auch sagen, gut, aber wird halt kontrolliert, wer reinkommt. So, wo geht's da lang? Ich würde mich gerne umgucken, aber ich weiß nicht. Okay. Ist es sicher? Nein, sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Ja, und sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Schon dabei. Na klar, Boss. Na, Munition, das ist doch schon mal was. Des, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. Ab durchs Rohr. Na gut, nach 20 Jahren Infektion ist es, glaube ich, scheißegal. Ne? Aber nach 20 Jahren ist es erstaunlich. Oh, warte, warte. Luft. Sammeln, die rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt gehört. Aufladen, los geht's, na los. Weiter. Ich frage mich, wer da das sagen, ehrlich gesagt. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das... Das, was mit mir passiert ist... Der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir's zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Das sieht schon krass aus. Musik ist auch von The Last of Us echt so geil. Ja, einmal los. Meine Güte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Hm.
Die Bereiche um die Quarantänezone wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich suchen. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Evakuierungsflyer. Warnung, das Gebiet direkt außerhalb der Quarantänezone von Boston wird innerhalb der nächsten 48 Stunden zum Ziel von flächendeckenden Bombardierungen. Um jede Gefahr durch Infizierte auszulöschen, alle Bewohner dieses Gebiets haben ab der Veröffentlichung dieser Nacht 48 Stunden Zeit, die Stadtgrenze von Boston zu verlassen. Niemand darf die Quarantänezone betreten. Neue Bewohner werden zurzeit nicht akzeptiert. Es wird keine weiteren Warnungen geben. Verlassen Sie das Gebiet zu ihrer eigenen Sicherheit. Ich habe Kopfschmerzen, ey. Ich muss dann so echt mal eine Pause machen, glaube ich. Nur, dass wir voll unauffällig sind hier mit der Taschenlampe. Kamen wir hier hoch? Nee. Das ist irgendwie alles ein bisschen kleiner in Erinnerung. Tess, hörst du das? Ja, klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Die Infizierten melden sich also schon. Aha. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Sieht gar nicht so bombardiert hier aus, ehrlich gesagt. Jetzt wollte ich hier schon vorrennen, aber... Weil ich dachte, das wäre der Weg, um noch irgendwas zu finden. Hier drüben. Hey, Tess! Komme! Nichts. Na, da sind wir bestimmt rein, oder? Mal aus dem Regen raus wäre auch schön. Ziegelstein unten hier, alles klar. Boah, eigentlich ist es nur eine Flasche, aber für mich sieht es nach einer Bierflasche aus.
waren wir schon drin. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Ja klar ist das schlecht, egal in welcher Definition davon. Oh. Krass, wie viele Jahre das da jetzt eigentlich hängen muss. Also 20 Jahre. Ungefähr. Noch einer. Mist. Feldeinsatzprotokoll. Feldeinsatzprotokoll M254E. 18:08 angekommen. Punkt 2438A. Negativer Kontakt bei LZ. Bewege Patrouille nach Westen. Richtung Zentrum. 21 Uhr. Negativer Kontakt. 22:18 Uhr. Scheiß negativer Kontakt. 23:12 Uhr. Soldat Atwader. Was? Atwader? Keine Ahnung. Meldet sich Kontakt. Geräuschkontakt. Cordyceps infizierte. Zweites Stadium bei eingestürztem Bürogebäude. Unterwegs für Untersuchung. 23:40 Uhr. Mehrere infizierte Kontakte. Soldaten Alvada, Shah, Kulitsch vermisst. Angriff in Gebäude, Innerem aufgehalten. Erwarten Evakuierung. Sie hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Ob die jemals kam, die Verstärkung? Jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Ja, mir gefällt das auch nicht. Kopf runter! Kann ich denn? Ah, ich hab 5. Das ist nicht so viel. Nichts passiert. Alles ist total okay. Ich sollte mal Messer oder so anfertigen, ne? So, zack, Messer haben wir jetzt ein paar, 3. Ich spiele zu viele Spiele nebenbei. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Tasten für was hier sind. Hilf mir hier mal. Das hat vielleicht ein paar geweckt. Danke. Bist du okay? Nichts passiert. Suchen wir Vorräte. Scheiße! Oh, das war heftig. Oh, du sagst das. Wasser. Oder Alkohol, ich weiß es nicht. Sagen wir mal Wasser. Hier, verarzte dich. Vielen Dank.
Die erste Begegnung mit einem Klicker. Na bitte. Ich frage mich nur, wer sich die Mühe eigentlich dazu macht, hier Türen zuzuschließen. Aber wahrscheinlich waren die vorher schon zugeschlossen. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Oh Mann. So, ich muss aber noch was gucken gehen, weil da ging ja noch eine Treppe hoch. Alles klar. Chance verpasst. Da oben. Scheiße. Kriegen wir schon hin. Mal sehen, ob es da weitergeht. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Können wir raus über das Gerüst? Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los. Ich hoffe, die können nicht klettern. Moment. Wo geht's hier weiter? Ah, okay. Oh ja, das ist mega leise. Bitte, die Damen. Okay, komm. Ist dicht. Oh, das ist verrückt. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Oh nee. Das ist gemein. Komm schon, Ellie. Hier. Bloß nicht runterschauen. Wir müssen da durch. Oh je.
Was für ein Abenteuer. Bleib doch gerne bei der Pistole. Runner. Ich sehe mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Dann nehmen wir die lieber, da haben wir mehr von. Ich werde nie verstehen, warum man Zombies erwürgen kann. Normalerweise atmen die noch nicht. Man sieht hier gar nichts. Der Klicker. Boah, das war jetzt. Okay, ihr könnt kommen. Wenn die einen packen und du hast kein Messer, bist du tot. Verschwinden wir von hier. Ja, bitte. Nee, ich finde Glasflaschen besser. Das scheppert. Okay, da müssen wir lang.
volle Mediziner. Haben wir echt Glück gehabt, ey, dass wir da noch nicht mal einen Treffer kassiert haben. Ich weiß noch, damals, ich bin hier echt sogar sehr oft gestorben. Na gut. Was ist los? Hier, lass doch gehen. Hilf mir mal, Ellie. Okay. Ah, Kopierer. Aluhol, Tüchlein. Siehst du? Alles klar. Aha. Die nimmt das richtig auf die leichte Schulter hier alles. Taffe Frau. Wow. Dann mal los. Gehen wir es an. Wieder runter? Ich glaube ja. Oder da ist besser. Hier können wir durch. Vorsichtig. Ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Ob alle Klicker jetzt erstmal weg sind? Ich hoffe es. Das klang jetzt nicht so. Ach, das! Ich gehe erstmal baden. Hier schon länger. Hä, das kommt mir hier irgendwie bekannt vor. Haben wir hier dann? Ja, scheint so. Hier lang. Ja, das war die falsche Taste. So. Ah, ich sehe schon. Aber wie es weitergeht, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Was war das? Naja, nichts hoffentlich. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.